Hallo. Viele von euch haben nach meinen, ich muss aufhören, M zu sagen. Viele von euch haben nach meiner, viele von euch haben nach meiner Hautpflege gefragt. Und ich wollte dazu so ein paar Sachen sagen. Und bevor ich irgendwelche Produkte nenne, wollte ich eigentlich noch etwas dazu sagen. Also noch bevor ich irgendwelche Produkte nenne. Nummer 1. Eure Haut ist 70% Genetik. Wenn ihr genetisch Mischhaut habt, werdet ihr niemals, niemals normale Haut bekommen. Wenn es genetisch in euren Zellen so festgelegt ist, dass das eure Haut ist, dass sie da und da zu fett neigt und da trocken ist, ihr werdet niemals ein komplett ebenmäßiges Hautbild haben und super die Stufe wechseln. Also vielleicht gibt es da ein paar Wunder, aber für die meisten von euch wird das leider nicht zutreffen. Und es tut mir leid, ich sage das jetzt auch nicht, um gemein zu sein, aber es ist einfach so. Ihr könnt nicht die Hoffnung haben, dass es irgendeine Creme gibt, die euch dann super tolle Haut macht, wenn ihr zu Unreinheiten neigt. Was eine Creme tun kann, ist euer Hautbild verbessern. Euch helfen, die Unreinheiten da rauszunehmen, an gewissen Stellen die Trockenheit wegnehmen und dann bei diesen fettigen Stellen das, die Talgausschüttung zu regulieren. Aber ich sag das jetzt mal ganz gemein, wenn ihr total verpickelt seid, dann werdet ihr niemals einen Porzellanton haben. Es gibt einfach bestimmte Verhältnisse, wo ihr genetisch drin arbeitet. Genauso wie ihr eure Haut nicht heller machen könnt, als sie eigentlich ist. Es sei denn, ihr nehmt jetzt irgendwelche schrecklichen Peelings, bla, da rate ich euch super von ab. Also macht das auf keinen Fall. Ihr müsst damit arbeiten, was ihr habt. Und ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn jemand irgendwie jetzt nicht so super tolle Schneewittchenhaut hat. Aber was ich viel toller finde, ist, wenn jemand sich wirklich drum kümmert und sich Gedanken darum macht, was er mit seiner Haut anfängt. Jetzt fangen meine Augen an zu tränen. Was er mit seiner Haut anfängt, was sie mit ihrer Haut anfängt. Wenn ihr euch beraten lasst, wenn ihr wirklich zu Leuten geht, die Ahnung davon haben, das ist das Wichtige daran, dass ihr euch wirklich darum kümmert, dass ihr herausfindet, was ihr für eine Haut habt, dass ihr nicht einfach irgendwelche Cremes kauft. Und ihr müsst da jetzt auch nicht ein Heidengeld für ausgeben, das ist sowieso totaler Schwachsinn. Und ihr müsst einfach ein Produkt finden, das zu euch passt. Und das, was zu mir passt, ist noch lange nicht das, was zu euch passt. Also mit dieser Sache kann ich euch leider nicht helfen. Das ist das, was ihr habt und was ihr immer haben werdet. Das, was ihr beeinflussen könnt, übrigens sind die Prozentsätze von mir festgelegt, das ist nicht auf irgendwelchen wissenschaftlichen Studien aufstützbar, aber es ist einfach so, dass eure Haut total viel Genetik ist. Das kann man leider nicht ändern. Worauf ich auch keinen Einfluss habe, oder ihr, 10% Hormone. Also wenn ihr praktisch, ich weiß nicht, ich habe das um meine Tage herum, dass ich dann zu Mitessern neige und so. Ich habe auch nicht die perfekte Haut. Also das sieht total toll auf den Videos aus, aber ich zeige euch das jetzt mal. Da ist ein Mitesserchen und da oben sind noch zwei. Und ich habe hier auch welche an der Wange, die ganz, ganz tief sitzen, wo man nicht so wirklich rankommt. Ich habe auch nicht die perfekte Haut. Es gibt keine Menschen mit perfekter Haut. Jeder hat 10% Hormone, die manchmal verrückt spielen. Wenn ihr gestresst seid oder so, dann natürlich habt ihr dann mehr Pickel als sonst. Das geht gar nicht anders. Das kann man auch nicht verhindern. Ich weiß nicht. Es gibt Leute, die haben Akne, denen hilft die Pille dann. Also mit sowas kenne ich mich leider nicht aus. Ja, aber was ich euch erzählen kann, das sind die anderen 20%, die übrig bleiben, und zwar über die Reinigung. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch abschminkt abends. Von Cremes, von Feuchtigkeit mal ganz abgesehen. Wenn ihr euch abends nicht abschminkt, dann kann die Haut nicht atmen und nachts regeneriert sich eure Haut. Und dann braucht sie den Weg zum Sauerstoff. Dann will sie frei sein von zugestopften Puderpartikeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ihr müsst eure Haut unbedingt reinigen. So, dann nenne ich gleich mal zwei Produkte, die ja, also gut dafür sind. Ich kann aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Und ja, also auf jeden Fall braucht ihr einen Augen-Make-up-Entferner. Ich habe total die komischen, empfindlichen Augen, bei mir brennt alles total.
Ich habe von Jade Maybelline den Augen-Make-up-Entferner, den nicht ölhaltigen, weil das der einzige ist, den ich vertrage. Also den kann ich empfehlen. Trotzdem nimmt der nicht alles weg, weil wenn ich noch so Eyeliner übrig habe und so, dann guckt, wenn ihr das auch habt, guckt einfach mein Vaseline-Video. Das ist dann die Lösung dafür. Übrigens habe ich jetzt auch, falls ihr gerade auf meiner Seite guckt, hier unten alles schon brav verlinkt. Sowas könnt ihr nämlich auch über Amazon kaufen. Und ich habe euch da mal was zusammengesucht. Also, falls ihr jemand seid wie ich, der eigentlich den ganzen Tag in der Uni unterwegs ist und nicht wirklich Zeit hat, irgendwo hinzufahren, wo man das kaufen kann. Mein Kühlschrank ist auch andauernd leer. Ich esse immer woanders. Und ja, also ich bin voll der Online-Besteller. Das ist traurig. Mein Postbote ist mein bester Freund. Wo ich ihn nie sehe. Naja, jo. Das zu den Augen. Bitte kein Augen-Make-up-Entferner überall ins Gesicht schmieren, weil der pH tränenneutral ist. Und das tut dem Rest eurer Gesichtspartie vielleicht nicht unbedingt gut. Kann ich mir vorstellen. Deshalb heißt er bestimmt auch Augen-Make-up-Entferner. Für den Rest gibt es so Gesichtstonikum-Sachen und Reinigungsmilch und so. Das habe ich alles mal benutzt, mache ich aber jetzt nicht mehr. Weil ich meine Pflegeserie geschenkt bekommen habe und das war einfach nicht mit drin. Dazu muss ich sagen, ich besitze auch keine Gesichtspflegeprodukte von Hauschka. Leider, leider, leider. Ich würde sie unglaublich gerne mal ausprobieren. Der Hauschki ist nämlich sowieso total, ja, der hat mir so eine neue Welt eröffnet, so revolutionsmäßig. Und da ist es schon wieder. Ich habe halt, ich habe halt keine Erfahrung mit Hauschka Gesichtspflegeprodukten noch nicht. Aber sobald die guten hier leer sind, ja, okay, also weiter. Ich benutze keine Reinigungsmilch und auch kein Tonikum. Ich benutze stattdessen von Vichy einen Reinigungsschaum. Oligo 25. Das ist so ein Schwabbelzeug und ich schüttel das mal, damit ihr das sehen könnt. Der wird dann so schaumig, blubberig und da kommt raus jetzt weißer Schaum. Den mag ich so gerne, weil der Schaum voll weich ist und der soll angeblich den Rest des Gesichts porentief reinigen. Ich weiß nicht genau, ob Vichy Tierversuche macht. Ich glaube, ich muss mal recherchieren. Wie gesagt, der wird zu Ende benutzt. Aber ich habe festgestellt, ich mag Reinigungsschaum. Dr. Pierre Ricoeur hat übrigens auch ein Reinigungsgel eher. Das ist nicht so schaumig. Falls noch jemand einen Reinigungsschaum kennt, der in dieser Form existiert, bitte, bitte, bitte schreibt mir, weil ich das total toll finde. Also ich stehe da voll drauf auf diesen Schaum so. Ja, also so viel zum Reinigen. Ihr müsst abends das abmachen, das ganze Zeug. Weg, 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 weg. Wenn ich dann aus der Dusche steige, dann benutze ich meistens noch ein Thermalspray von Vichy, Thermalwasserspray. Ich weiß auch nicht genau, was das großartig Gutes tun soll. Da sind 12, nein, 17 Mineralstoffe und 13 Spurenelemente drin. Ja, es ist gut im Sommer so zum Erfrischen, aber ich mache das dann einmal abends drauf als Ersatz für eine Abendcreme, weil ihr abends nicht cremen solltet. Warum solltet ihr abends nicht cremen? Weil eure Haut nachts regeneriert und das muss sie selber können. Ihr dürft der Haut das nicht beibringen, also sie darf es nicht verlernen. Nachts muss sie selber ran und wenn sie das verlernt, dann ist das ganz, ganz übel für euer gesamtes Bla. Also nachts bitte, bitte, bitte nicht cremen und auch keine Nachtcremes kaufen, weil jede Firma, die euch erzählt, dass ihr eine Nachtcreme braucht, macht das, um Werbung, um Geld zu bekommen, also um noch mehr Werbung rauszuhauen und noch mehr Produkte auf den Markt zu bringen. Ihr braucht keine Nachtcreme. Niente, nada. Also, dann, was ich auch noch mache, ist einmal die Woche ein Gesichtspeeling. Ich habe jetzt zufällig das von Dr. Pierre Ricoeur, weil ich damals zugeschlagen habe, als der Preisrabatt hatte. Was ich daran so mag, ist, dass das ganz, ganz fein ist und das riecht auch ganz gut. Also da sind keine groben Perlen drin oder so und es fühlt sich an wie so ein bisschen, na, also so, als würde man sich ganz, ganz feinen Sand vom Meer ins Gesicht treiben. Und das mache ich glaube, einmal die Woche oder so. Ich kann euch nicht sagen, ob das großartig was bringt. Ich stelle mir vor, dass es ganz gut ist, die abgestorbenen Hautschüppchen wegzukriegen, damit die Creme, die Tagescreme dann am nächsten Tag vielleicht noch ein bisschen besser so tiefer einbringen kann. Ja, und das Einzige, was übrig geblieben ist von meiner Gesichtspflege, ist dann eigentlich noch. Hautcreme. Eine Hautcreme.
Das ist schlimm. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Ich benutze die von Vichy Aqualia Thermal, weil sie UV-Schutz hat. Diese Creme finde ich ganz gut. Sie zieht recht schnell ein. Ich gehe trotzdem immer mit dem Hausstaubpuder darüber. Aber ganz wichtig ist der UV-Schutz. Vorzeitige Hautalterung bedingt durch UV-Einstrahlung. Ich habe mit einem Dermatologen gesprochen, der meinte, jeder Dermatologe lacht dich aus, wenn du im Winter UV-Creme benutzt. Bla. Aber ich tue es trotzdem. Ja. Und ganz gut wären auch noch so Umwelteinflößende Sachen, bla. Also die benutze ich zurzeit. Ich finde sie gut. Es wäre total toll, wenn ihr mir Erfahrungen noch aufschreiben könntet von den Cremes, die ihr so benutzt. Einfach hier unten. Ich habe noch ein paar andere Cremes, die ich auch schon mal benutzt habe. Die schreibe ich dann auch einfach hier unten noch hin, wenn ihr gerade auf meiner Seite seid. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Meldet euch zurück und tschüss.